Hey Leute, ich bin Emily und ich bin 15 Jahre alt. Was letztes Jahr passiert ist, macht mich wirklich traurig, aber ich werde es euch trotzdem alles ganz ehrlich erzählen. Ich hoffe, dass andere aus meiner Erfahrung lernen können und sich früher Hilfe holen. Noch bis vor 2 Jahren hatte ich das perfekte Leben. Ich genoss alle Vorteile, die man als Einzelkind hat. Ich war die Prinzessin meiner Familie. Meine Eltern versuchten, mir alle Wünsche zu erfüllen. Wo soll ich anfangen? Schon mit 8 bekam ich mein erstes Handy. Wir zogen in ein neues Haus, weil ich ein größeres Zimmer wollte. Mein Vater erhielt ein gutes Jobangebot in einer anderen Stadt. Wir hätten also umziehen müssen. Ich wollte die Schule nicht wechseln. Also lehnte mein Vater die Stelle ab. Wie gesagt, ich war eine kleine Prinzessin. Alles drehte sich um mich. Und das mochte ich. Leider musste ich erfahren, dass alle guten Dinge irgendwann vorbei sind. Als ich eines Tages meine Hausaufgaben machte, kamen meine Eltern in mein Zimmer. Mein Vater sagte, wir müssen mit dir reden. Wir haben eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich dachte zuerst, er hätte ein neues Jobangebot. Ich wollte gerade anfangen zu jammern, als meine Mutter sagte, dein Vater wird eine Weile nicht bei uns wohnen. Ich dachte immer noch, es ging um seine Arbeit. Ich fragte, für wie lange? Meine Mutter sah meinen Vater an. Er schaute weg und sagte, ich glaube, für eine sehr lange Zeit. Wir werden uns scheiden lassen. Scheiden? Meine Eltern lassen sich scheiden? Aber sie haben sich immer so gut verstanden. Als ich ängstlich zu meiner Mutter blickte, sah ich, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen und auf die Erde fielen. Wollten sie sich wirklich scheiden lassen? Würde mein Vater wirklich nicht mehr bei uns leben? Würde er mich nicht mehr wecken und dabei durch mein Haar streichen? Würde er mir nicht mehr bei den schwierigen Mathehausaufgaben helfen? Würde ich ihn nicht mehr an der Tür begrüßen, wenn er von der Arbeit kam? Niemals. Dies müsste ein Albtraum sein und ich wollte endlich aufwachen. Mein Vater sah, wie geschockt ich war und kam näher. Er hob mein Gesicht hoch und küsste meine Stirn. Als ich seinen liebevollen Kuss spürte, wurde mir klar, dass das alles real war. Von nun an war ich ein Scheidungskind. In der ersten Zeit sah ich meinen Vater jeden Sonntag. Unsere wenigen gemeinsamen Stunden reichten mir. Er holte mich um 10 Uhr ab. Zuerst gingen wir gemütlich frühstücken und machten dann, was ich wollte. Wir redeten viel. Ich erzählte ihm alles, was mir auf der Seele lag. Und er hörte mir voller Aufmerksamkeit zu. Danach gingen wir immer einkaufen, auch wenn ich keine Lust hatte. Am Abend setzte er mich mit den ganzen Einkaufstaschen zu Hause ab. Leider änderte sich das alles, als er ein neues Jobangebot bekam. Nun würde er nicht nur in eine andere Stadt ziehen, sondern in ein anderes Land. Mein Vater würde da Chef in einer großen ausländischen Firma sein. Er sagte, wir verbringen den ganzen Sommer zusammen und küsste mich auf die Stirn. Dieses Mal weinte ich kein bisschen. Schließlich lebte er nicht mehr bei uns. Ich war seine kleine Prinzessin, die in einem anderen Haus lebte. Deshalb erwartete ich auch nicht mehr, als dass er mich in Entscheidungen über sein Leben einbezog. Du fragst dich vielleicht, wie ging es dir damals mit deiner Mutter? Nun, sie hat schon immer viel gearbeitet. Aber nach der Scheidung arbeitete sie noch mehr und wurde zum Workaholic. Mehrmals in der Woche kam sie nach Hause, nachdem ich schon lange im Bett war. Wir kommunizierten nur noch über Notizzettel, die wir im Haus verteilten, und über SMS. Vergiss nicht, die Waschmaschine anzumachen. Ich liebe dich. Ich habe dein Jahrbuchfoto gesehen. Du siehst wunderschön aus. Ich liebe dich. Ich muss heute lange arbeiten. Bestell dir Pizza, wenn du magst. Liebe dich. Unzählige solcher Notizen und Nachrichten. Sie arbeitete viel. Ich wusste, dass sie so ihren Schmerz über die Scheidung verarbeitete. Wie ich meinen Schmerz verarbeitet habe? Gar nicht. Zumindest noch nicht. Als ich einen Weg fand, mit dem Schmerz fertig zu werden, hat mich das völlig aus der Bahn geworfen. Zuerst schien noch alles normal. Mein Tagesablauf blieb dasselbe. Ich war immer eine gute Schülerin. Ich stand auf, um zur Schule zu gehen und konzentrierte mich auf den Unterricht. Die Pausen verbrachte ich mit meiner besten Freundin Sophie. Ich dachte, mein Leben sei wieder normal, aber das war es überhaupt nicht. Ich verbrachte nun viel Zeit mit etwas, ohne mir dessen überhaupt bewusst zu sein. Wie all meine Klassenkameraden nutzte auch ich die sozialen Medien. Aber ich postete nur selten etwas. Normalerweise checkte ich Instagram etwa einmal am Tag. Das war's. Ich war nicht einmal auf TikTok aktiv. Aber irgendwann verbrachte ich sehr viel Zeit mit Instagram. Ich checkte ständig, was die Leute posteten und welche Beiträge viele Likes bekamen.
Irgendwann fing ich an, mindestens 4 bis 5 Mal am Tag zu posten. Abends überlegte ich, was ich am nächsten Tag posten könnte, machte mir Notizen und traf Vorbereitungen. Zum Beispiel überredete ich Sophie, mit mir nach der Schule durch die Stadt zu laufen und schöne Graffitis für Fotos zu suchen. Oder ich ging in Vintage-Läden, nach denen ich online suchte. Ich probierte Dutzende Outfits an und machte Selfies. Natürlich postete ich all diese später auf Instagram. Das mag dir vielleicht nicht seltsam vorkommen, weil so viele Menschen die sozialen Medien nutzen, um bekannter zu werden. Aber das Problem war, dass mir meine Likes extrem wichtig waren. Ich übertreibe nicht, wenn ich extrem sage. Sie waren mir wirklich, wirklich wichtig. Sagen wir, ich habe ein Foto oder ein Video gepostet, das ich toll fand. Wenn ich nur 5 Likes bekam, konnte ich nachts nicht schlafen. Ich wälzte mich im Bett hin und her und machte mir viele Gedanken. Ich dachte daran, dass das alles nicht fair sei. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und diese Trottel geben mir nicht einmal einen Like. Die haben mir keinen Like gegeben, weil sie neidisch sind. Ich ging sogar durch meine Followerliste und versuchte zu erraten, warum die einzelnen Leute mir keinen Like gegeben hatten. Ja, ich war völlig besessen von Instagram, aber damals fühlte sich das alles völlig normal an. Ich wünschte, das wäre schon alles. Eines Tages in der Schule betrachtete Sophie mein Gesicht. Sie sagte, Emily, deine Augenbrauen werden immer dünner. Ich habe es neulich schon bemerkt, aber nichts gesagt, weil ich dich nicht verärgern wollte. Warum fallen sie aus? Vielleicht solltest du zum Arzt gehen? Ich wollte gerade sagen, nein, ich zupfe mir nur die Augenbrauen. Aber da brach ich schon in Tränen aus. Sophie war geschockt. Hätte ich gewusst, dass dich das so aufregen würde, hätte ich nichts gesagt. Ist doch nicht so schlimm, meinte sie. Ich neigte meinen Kopf und schob mein Haar zur Seite, um ihr eine große, kahle Stelle zu zeigen. Emily, das ist nicht normal. Ruf sofort deine Mutter an. Sie muss einen Termin beim Arzt machen. Wo ist dein Handy? Ich versuchte zu sprechen, konnte aber nicht, weil ich so sehr weinte. Sie ging mit mir zum Waschbecken und wusch mein Gesicht. Ich beruhigte mich etwas. Ich sagte, Sophie, meine Haare und Augenbrauen fallen nicht aus. Ich reiße sie mir aus. Sie schrie, was? Sag mal, spinnst du? Du willst mir erzählen, dass du dir die Haare ausreißt? Es ist schwer zu glauben, aber genau das tat ich. Sophie bestand darauf, dass ich meine Mutter anrief. Als sie ans Telefon ging, fing ich einfach an zu weinen. Natürlich bekam sie Angst und kam sofort, um mich abzuholen. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit redeten wir stundenlang und weinten zusammen. Schließlich fuhren wir mitten in der Nacht mit verheulten Augen zu einem Imbiss. Mir war eine Riesenlast von den Schultern gefallen. Vielleicht hatte mir das Gespräch mit meiner Mutter so gut getan. Oder ich musste mir einfach mal alles von der Seele reden und die Augen ausweinen. Aber ich fühlte mich so gut. Wie schon seit Monaten nicht mehr. Die Freundin meiner Mutter empfahl eine Therapeutin, die wir am nächsten Morgen aufsuchten. So lernte ich Frau Dr. Sommer kennen. Von nun an ging ich jeden Freitag nach der Schule um 16 Uhr zu ihr. Statt dem coolen lateinischen Namen für meine Krankheit verrate ich euch einfach den Deutschen. Zwangsstörung mit Haarausreißen. Die Hauptursache ist Stress. Meist kommt sie bei jungen Mädchen vor. Man reißt sich, zunächst ohne es zu merken, die Haare am Kopf und an anderen Körperstellen aus und kann dann nicht mehr aufhören. Ich habe nur Haare und Augenbrauen ausgerissen. Einige Leute reißen sich aber sogar die Achselhaare aus. Glücklicherweise kann das behandelt werden. Ich muss zugeben, dass das eine wirklich schwere Zeit war. Einmal musste ich sogar meine Haare ganz kurz schneiden und 24 Stunden am Tag eine festsitzende Kappe tragen. Manche Leute müssen spezielle Fingeraufsätze tragen, damit sie sich nicht die Haare ausreißen können. Ich brauche das zum Glück nicht. Der wichtigste Teil meiner Therapie waren die Sitzungen bei meiner Therapeutin. Dort ist mir alles klar geworden. Das habe ich über die Ursachen meiner Krankheit erfahren. Als meine Eltern sich scheiden ließen und ich nicht mal die Prinzessin war, fiel ich in ein tiefes Loch. Ich konnte es nicht zugeben, aber ich wollte wieder im Mittelpunkt stehen. Durch diese Sehnsucht wurde ich auf Instagram aktiver. Jeder Like machte mich glücklich, wenn ich das Gefühl hatte, wieder so viel Aufmerksamkeit zu bekommen wie früher. Ich war wieder eine Prinzessin. Als das Gegenteil geschah und ich keine Likes bekam, naja, es war einfach Stress, Stress, Stress. Das alles löste einen Nervenzusammenbruch und schließlich meine Verhaltensstörung aus. Leider habe ich all das in nur einem Jahr durchgemacht. Ich will meinen Eltern nicht die Schuld geben, aber ich wünschte, sie hätten mich mehr unterstützt. Sie haben mich irgendwie vergessen, weil sie das Trauma der Scheidung bewältigen mussten. Natürlich liebe ich sie sehr, aber das ändert nichts daran, dass ich ein bisschen verletzt bin. Denkst du, ich hätte stärker sein müssen? Wer trägt die Verantwortung für all das? Meine Eltern oder ich? Schreibe mir in die Kommentare, was du denkst.
Danke, dass du zugehört hast und für mich da bist. Berichte mir von deinen eigenen Erfahrungen, indem du eine E-Mail an die Adresse im Beschreibungsfeld schickst.